Freunde, es ist soweit. Wir müssen heute nach jeder Eliminierung auf Controller wechseln. Ich bin kein Controller-Spieler, wie ihr wisst, spiele ich auf Maus und Keyboard. Aber ihr seht es an meiner Handcam. Der Controller ist vor mir, parat. Ne? Er ist angeschlossen bereits mit dem schönen, wunderschönen Kabel. Vor mir die Tastatur. Wir spielen das Ganze aber nicht in Public, ja? Sondern wir spielen das Ganze in Ranked und haben genau 30 Minuten dafür Zeit, so hoch wie nur möglich in Ranked zu kommen. Wir geben unser Bestes, falls ihr so einen Content auf gar keinen Fall auf diesem Kanal weiter verpassen wollt. Vergesst auf gar keinen Fall zum Supporten im Video ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Wahnsinnig viele haben den Kanal nicht abonniert, deswegen haut da drauf, Freunde. Wir starten die Ranked-Runden auf Controller und Keyboard. Let's go, rein da. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Ich würde sagen, damit das Video Sinn ergibt, fange ich auf Keyboard an und wechsle dann auf Controller. Wir fangen auf Maus und Keyboard an und sobald wir den ersten Kill dann gemacht haben, geht's los auf Controller. Oh mein Gott. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, ich spiele auf einem PS4-Controller. Also das ist kein Scuff-Controller, ganz normaler PS4-Controller. Hat hier hinten keine Pedals oder sowas, überhaupt nicht. Ich glaube, als jemand, der Keyboard spielt und irgendwie auf Controller vielleicht ein bisschen was lernen will, ich glaube, Pedals sind schon cool. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, liebe Controller-Spieler, auf was ihr für einen Controller spielt. Pedals oder ihr irgendwie Claw spielt, wie ihr das Ganze macht. Das interessiert mich, denn ich bin nämlich am Überlegen, auf dem 2-Kanal für die neue Season 2 von Chapter 5 tatsächlich eine Rank-Serie zu machen, aber auf Controller. Aber das gucke ich mal, ob ich das auf dem 2-Kanal mache. Aber wir schauen mal. Vielleicht werde ich ja so gut auf Controller, dass ich sage, boah, ich hab da ultra Bock drauf. Niemand das mitgedroppt. Erstmal noch ein bisschen entspannt, Reno. Wir machen erstmal einen ruhigen, noch auf Keyboard. Boah, wahnsinnig confident fühle ich mich hier auf dem Keyboard. Ich hatte gerade den Controller in der Hand. Fühle mich wirklich wie keine Ahnung, wie so ein Benny Boy. Aber so, super, geil. Fühle mich richtig wuselig. Guck mal. Könnt ihr das Controller-Spieler? Könnt ihr das? Nee, ne? Übrigens, Bot-Kills zählen natürlich nicht, ne? Alter, warte mal, wie smart wäre. Warum bin ich so low? Was, ein Gegner? Nee, oder? Junge, warum bin ich was tot? Kann ich sein? Oh, mir erstmal den ruhigen machen. Aber ganz kurz, ich glaube, Autopump ist smarter, oder? Mit Controller. Was sagen die Controller-Spieler hier im Chat? Würdet ihr sagen, dass für so ein Newbie wie mich auf Controller, ist es da besser, wenn ich einen Autopump spiele? Nee? Die Hammer? Okay, haben wir alle. Ich glaube, ich use kurz den Trank noch. Aber hier ist echt niemand gedroppt, ne? Ein Fencing. Deswegen, ich kann, boah, ist ja super, dass ich so lange auf Keyboard spielen kann. Oh, da sind die ersten Steps. Oh. Okay. Es ist soweit, Freunde. Der Controller wird in die Hand genommen. Und ich glaube, hier ist schon einer. Hier ist einer. Freunde, wir sind auf Controller, ja? Ja, let's go! Wieder auf Keyboard! Oh mein Gott! Hä? So easy. Ist ja viel zu free für mich. Hallo, Ranked? Hallo? Also ich glaube, die Ranked-Serie hier auf Controller wird ja fully free. W's in Chat will ich jetzt lesen, ne? W's! Geil! Alter, habt ihr gesehen, der Pump? Habt ihr ihn gesehen aus der Hüfte? Ja, richtig heftig. Let's go. Dann geht's gleich weiter. Ich freue mich, wenn wir die Runde gewinnen, ja. Wäre schon krass. Wenn Top 39, 2 Kills, ist gut. Also ich muss sagen, ich find's super. Ich spiele hier gerade wahnsinnig geil. 2 Kills, 39 Spieler noch alive. Ich kann hier easy so eine 10er-Bomb machen, so auf cool. Oh mein Gott, von mir. Was macht der denn da? Der macht nichts, oder? Er baut sich nur ein. Guck mal, ich muss sagen, sowas auf Controller ist ja wirklich nicht machbar für mich. Also wenn ich auf so einen Gegner treffe, der ist schon viel zu gut für mich. Sind zwei Leute, nein, sind zwei Leute. Ich mach zu. Let's go. Keyboard wieder. Ah, Ghosted! Komm her! Da ist noch einer. Controller. Oh, neben mir! Cracked! One Spiel! Dead! Nehme. Dead! Controller! Mach Meter. Oh, neben mir ist einer mit Sniper. Bitte nicht! Bon. Keyboard? Ich kann nicht springen! Mein Controller war auf meiner Leertaste drauf. Let's go. Ey, Chad, ich will die W's flattern sehen, ja? Guck mal, wie ich auf Controller spiele. Sei mal ehrlich, ich hätte die nicht gedacht. Wo ist der Typ mit Sniper? Der ist gefährlich. Den müssen wir aufpassen. Weil der kann die ganze Runde griefen, ne? Ich glaube, ich mach das so. Ich nehme jetzt hier den Grappler für die Impulse-Nades mit. Wir sind chilling, oder? Wir sind big chilling. Geil, Chat. Geil. Das macht richtig Bock, ne? Das macht richtig Spaß. Warte mal, da hinten sind Schüsse. Wir gehen natürlich da drauf. 18 Spieler noch alive. Wir haben 8 Kills.
Oh, selbst nehme ich. Nice. Controller. Aufsammeln ist bei mir Viereck und Reloaden aber auch. Sag mal, ihr Controller-Spieler, ne? Wie macht ihr denn solche Sachen dann? Weil ihr habt hier nicht so viele Beins, ne? Okay, wir gehen da hinten zum Jump-Pad. Paddle. Ja, okay, mit Paddle. Ja, okay, okay. Vor mir. Nee, was macht der? Was macht der? Der macht Skybase. Wo ist der Kollege? Wo ist der Kollege? Der macht Skybase. Der macht einen Skybase, der Typ. Komm her, dreh dich um, bitte. Er checkt's nicht. Ich bin besser. Warum bin ich so langsam? Nein. Warum bin ich so langsam? Er hielt ein Medkit. Let's go. Okay, wir sind wieder auf Keyboard. Warum bin ich so langsam? Warum kann ich das nicht schneller machen? Das geht nicht schneller, ne? Es geht wirklich nicht schneller. Von hier. Oh mein Gott, der Typ. Nein, Bruder. Yo. Guckt euch mal die Box hier an. Der Typ ist. Da ist ein Spieler drin. Nein, was wollen wir mit dem machen? Yippie! War ein bisschen close. Wir sind wieder auf Control. Nein, ich wollte den Big Pot nicht nehmen. Zack. Zack. Boah, habt ihr die Ends gesehen? Schmackopatz. Oh, da hinten, maybe. In der Box da hinten. Da sind vielleicht welche. Wieder mal. Warum kann ich nicht sprinten? Wie sprinten? Sprintet man. L3 dachte ich. Ah, sprinten hier. Doppel. Ah, oh mein Gott. Warte mal. Probier's aus. Oh, Kreis! Ey, drei Spieler noch Live-Chat! Nur noch drei! Oh mein Gott, geil. Ey, wir gewinnen die Runde, ne? Das hätte ich nie gedacht. Wir werden die Runde gewinnen, Jungs. Können wir nochmal einen W-Spam haben für die Performance? 11 Eliminierungen. Alter, wir machen vielleicht hier 13 Kills Win, ne? Das ist übel geil. Wir haben auch nur noch auf der Uhr, by the way. Jetzt gerade. Wir sind jetzt 18 Minuten in. Und noch 12 Minuten Q-Time haben wir. Oh mein Gott, der hat ihn geholt. Okay, letzte Kill. Wir müssen ihn auf Controller machen. Entweder das wird ein 12-Kill-Win oder. Oh mein Gott, der ist auf dem Baum. Guck dich hier noch an. Nein. Bleib drauf. Bitte bleib kurz stehen einmal. Okay, aber der ist auch verzweifelt. Habt ihr gesehen, wie er die ganze Switch hat? Die Sachen so, den hat er gemacht. So, den. Er wusste nicht wie. Er bleibt stehen. Bitte bleib stehen. Bitte. Komm schon. Peek. Mann, das war so knapp. Komm schon, bitte. Er hielt, oder? Kurzer Einspieler, falls ihr besser werden wollt in Ranked, spielt sehr gerne mit einer 1 gegen 1 Ranked Map oder als Alternative sehr gerne Alfi Royal abchecken. Die beiden Map-Codes habt ihr gerade eben gesehen und sind auch als angepinnter Kommentar in den Kommentaren verlinkt. Nein, ich muss weg hier. Komm schon, bitte. Let's go! Double Slam mit Controller. Ich will die W's jetzt aber so richtig sehen, Chat. Let's go! Geil. Alter, letzter Kill auch noch mit Controller und dann so einer. Komm, gib mir den rein. Geh ihn. 12 Kill Win, es muss gut sein. Und das auch noch auf Controller, Bro. Silber 2, 37%. Ja, okay. Ist ganz gut. Guck mal, wie viele Kills wir gemacht haben. Und es waren alle teilweise Spieler, die schon eingerankt waren, ne? Ist schon stark. Wir machen ready, wir gehen in die nächste. Aber dadurch, dass ich den letzten Kill mit Controller gemacht habe, dürfen wir wieder auf die. Ich glaube, wir droppen diese Runde sogar etwas safer, ne? Wir droppen dieses Mal, glaube ich, hier hinten. Ich glaube, das ist smart. Am Bahnhof. Erstmal ein bisschen weiter außerhalb von Fencing Fields, weil wir sind ja jetzt eingerankt, ja? Ich weiß nicht, ob die Spieler unbedingt besser sind, schlechter sind, gleich gut sind. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Dadurch, dass wir aber nach jedem Kill auf Controller wechseln müssen und wenn wir jetzt Fencing droppen, und da droppen sehr viele mit, wie wir jetzt hier sehen. Da sind zumindest viele, viele Gleiter. Da kann es gefährlich werden. Deswegen kein Risiko eingehen. Wir droppen erstmal ein bisschen weiter hier hinten. Hier werden wir vielleicht auch schon den ein oder anderen Kill machen. Aber schauen wir mal. Okay, droppt hier überhaupt jemand? Ja, da hinten, glaube ich, droppt sogar jemand. Den würde ich ganz gerne relativ schnell fighten. Die Bären werden sich gepoppt. Right, MP. Ui, MP ist aber geil, oder? Für als Controller-Spieler. Ich glaube, das schallert schon gut rein, Jungs. Okay, wir gehen hinter. Oh mein Gott, da vorne ist einer. Was machen die zwei? Controller! Oh! Let's go! Keyboard. Okay, geil. Zwei Kills early. Let's go. Stark. Okay, wir nehmen Impulsnetz hier mit. Ich sehe, da hinten wird gefightet. Da hinten sind Schüsse. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Mal kurz mal ein Schlückchen vom Jizzy Dizzy. Und dann mit dem Impulsnetz rüber. Gucken, ob wir hier was anstellen können. Ich glaube, hier ist ein Tresor auch, ne? Kann es sein? Ich glaube schon. Ja, hier sind welche. Ein bisschen schnell reloaden und dann rein da. Ich hoffe, dass auch jetzt nur ein Spieler hier ist. Wahrscheinlich oben. Oh, hier ist einer. Jetzt?
Oh. Let's go! Wichtig! Geiler Kill. Oh mein Gott, die sind so lost. Geil. Das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist wichtig für Selbstbewusstsein, sage ich euch ehrlich. Okay, 4 Kills. Let's go! Geil. Oh, hier sind Steps. Okay, und auf Controller. Mann, ist irgendwie ein bisschen blöd, ne? Dass ich jetzt auf Controller einfach schlechteres Aim habe als auf Keyboard. Dann gehen wir jetzt aufs Pad hier drauf. Und wir gehen weiter. Wir gucken mal, was in Fencing abgeht. Eigentlich ein bisschen bitter, dass ich jetzt auf Controller bin und jetzt so in Fencing reingehe. Aber wir gucken mal. Vielleicht haben wir irgendwie Glück und da lebt nur noch einer oder sowas. Und dann können wir den irgendwie vielleicht überraschen. Das wäre schon cool. Ich werde jetzt tatsächlich einen Impulse nicht usen, damit wir schneller dort sind. Weil ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig. Aktuell, der Bot, der ist schon genommen worden. Ich weiß nicht, sollen wir da trotzdem hin, Chat? Es kann sein, dass wir jetzt sterben. Weil es wird jetzt schwer gegen einen Medaillon-Typen auf Controller, ne? Sag ich euch ehrlich, das wird spannend. Oho. Wo ist der? Hier drin. Oh mein Gott, der ist so gut. Nein, der ist so gut, Bro. Oh, er wurde gesniped. Egal, wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr. Wir können noch eine queuen. Easy, easy, easy. Mann, wir sind auf Controller gestorben, deswegen auf Controller geht's weiter. Sind wir ein bisschen hochgekommen? Mit 5 Kills? 84% Silber. 2. Neue Runde, neues Glück. Ich würde sagen, wir droppen wieder beim Bahnhof. Wir sind immer noch auf Controller, weil wir ja dead gegangen sind. Dementsprechend müssen wir auch auf Controller weiterspielen. Denn nur, sobald wir einen Kill machen, dürfen wir wechseln. Oh ja, wobei, oh mein Gott, hier droppen echt viele. Ich muss irgendwie schaffen, einen Kill zu holen. Ich muss auf Keyboard wieder. Oh, da ist einer. Ich habe eine Autopump, ich kann den schnell holen. Oh mein Gott. Komm her. Ist auf dem Dach drauf. Let's go. Keyboard ist wieder am Start. Richtig wichtig und richtig. Okay, stark. Was machen wir jetzt, Chat? Sollen wir aggressiv spielen? Sollen wir nicht aggressiv spielen? Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, weil ich will echt jetzt wirklich... Also, wäre schon cool, wenn wir jetzt irgendwie so 120% schaffen, ne, Ranked. Und das dann noch in die Goldränge schaffen. Das wäre schon crazy. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das ist schon hart, ne? Aggressiv, alles Bots. Ja, das sagst du, ne? Also, ich weiß nicht, wenn ich halt jetzt jemanden hole, dann muss ich halt wieder auf Controller, ne? Das wäre halt wack. Das wäre halt sehr, sehr wack. Sag ich euch ganz im Ernst. Guck mal, pass auf. Ich mach so. Ich gehe jetzt zu Fencing und hol mir jetzt den Bot, weil jetzt kann ich... Jetzt kann ich das richtig gut machen, weil ich ja jetzt auf Keyboard bin. Das heißt, ich hole mir jetzt den Bot und dann bin ich schon mal OP, falls ich dann wieder auf Controller müsste. Das ist smart. Guck mal, hier in Fancy sind sogar welche. Das heißt, ich gehe einfach direkt zum Bot. Das ist ultra smart. Wir machen das so, Chat. Das ist ein Plan. Oder warte mal, ist es der letzte da hinten? Nee, ist nicht der letzte. Wir haben jetzt den Bot, wir haben jetzt den Bot. Ich hasse ihn, ne? Ich hasse ihn wirklich. So Angst vor anderen Gegnern. Ich glaube das gar nicht. Wir gehen wieder auf Controller. Als ob das ein Gegner ist, den wir mit auf Keyboard fighten müssen, Bro. Gibt's doch nicht. Okay, all good. Uns geht's gut in der Runde. Uns geht's richtig gut. Wir gehen jetzt zum Tresor. Wir machen jetzt einen ruhigen. Wir haben keinen Druck. Oh mein Gott. Wir haben Druck. Wir haben Druck. Doch gesagt, dass die Autobahn die beste ist. Silber 3, Freunde. Schade. Kann nicht sein. Mann, ich dachte, wir haben jetzt alles unter Kim. Warum kann er denn editieren, dieser andere? Der konnte voll gut editieren. Der war richtig gut. Och, Mann. Ich hab gedacht, ich treffe hier irgendwie auf Leute, die irgendwie auf meinem Niveau sind. Aber, Bro, guck dich mal an. Ich habe nur gegen die Wall gesprayt wie so ein Dulli. Das war ja heftig. Silber 3 auf 23% sind wir geworden. Ist gar nicht so schlecht. Dafür, dass wir echt oft auf Controller jetzt spielen mussten, ist gar nicht schlecht. Wenn ihr dieses Video in der nächsten Season auch wieder haben wollt, dann vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ihr Controller-Videos auch feiert und eventuell Video für Video werde ich auch
hundertprozentig besser auf diesem Gerät hier. Das schaffe ich, das verspreche ich euch. Vergesst auf gar keinen Fall auch ebenfalls rechts unten im Itemshop den Creator-Code AlbiVB einzutragen. Guck mal, bei mir ist der sogar auch raus, weil alle 2 Wochen wird er rausgelöscht. Und gerade zu Anfang von einer neuen Season supportet das extrem, wenn ihr ihn eintragt. Vergesst das auf gar keinen Fall. Nur 6 Buchstaben, super schnell gemacht. Und sonst soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.